Und eine Sache sehe ich gerade. Wir haben hier eine Eisenmine. Gehört das zu uns? Oh, Leute, das gehört zu uns. Das gehört zu uns. Wir können Eisen abbauen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich hier jetzt eine Eisenschmelze mit dran mache. Ja, wäre, glaube ich, das Beste. So. Super. Echt klasse. Endlich kriegen wir Kohle. Endlich kriegen wir Kohle. So, und hier haben wir eine Eisenmine, womit wir dann auch gleich Werkzeuge selbst herstellen können. Weil wir dann Eisen bekommen. Wir bekommen Eisen. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Dann brauchen wir nämlich auch kein Werkzeug mehr traden. Schade ist nur, dass wir hier nirgendwo mehr was ranbauen können. Ich glaube, der eine Werkzeugmacher, der wird nicht reichen. Oder? Naja, doch, vielleicht schon. Ja, doch, er könnte. Doch, er könnte reichen. Ansonsten müssen wir irgendwo anders hier noch was hinbauen. Sehr schön. Und dann kriegen wir gleich die Eisenschmelze. Bekommen dann Eisen ins Lager. Haben wir eigentlich hier... Das sollten wir vielleicht nochmal machen. Ja, das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht und das eigentlich auch nicht. Wir sollten aber nochmal 3 Novizen ausbilden. Um dann das letzte, was wir auf jeden Fall brauchen, hier für die Schafzucht nochmal, dass die ein bisschen schneller arbeitet. Dass das alles ein bisschen schneller geht. So. Das sieht auch so alles sehr gut aus. Hier können wir nochmal 2-mal traden. So dass wir dafür dann auch wieder Gold bekommen. Aber momentan nehmen wir das ganze Gold ja und wandeln es um in Werkzeuge. Ich finde es gerade ein bisschen verstörend, dass das Bier hier vorne hergebracht wird, in das nächste Lagerhaus gebracht wird und dann zur Kirche gebracht wird. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Jetzt bringen die ganze Zeit das Gold hier rein. Von hier nach hier. Aber nicht rüber nach hier. Leute, das ergibt doch gar keinen Sinn. Bring doch mal das Gold da rüber. Ah, echt ein bisschen buggy, oder? Ja, wenigstens können die jetzt hier... Was habt denn ihr da jetzt rübergebracht? Hä? Warum waren die jetzt hier drüben? Verstehe ich nicht so ganz.
Die können wir mal reparieren, falls der irgendwie auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Dass die Türme hier funktionieren. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Kommen wir hier denn jetzt so langsam die Novizen? Ja, die bekommen wir wenigstens so langsam. Und die Münzproduktion, sie läuft wieder an. Sie läuft wieder an, sehr schön. So soll das sein. Hier wird jetzt die Eisenschmelze so langsam betätigt, sodass wir auch uns selbst Werkzeuge herstellen können. Aber das dauert halt ein bisschen, weil wir nicht so viel produzieren. Leider definitiv viel zu wenig, weil hier nirgendwo noch eine Berghütte hinpasst, oder? Ja, nee, nicht wirklich. Nee, da haben wir leider keine Chance, hier irgendwie noch eine zweite mit hinzusetzen. Dass wir auch die da hinten so ein bisschen mit einbeziehen können. Also noch eine zweite mit einbeziehen können hier an die Mine. Bleibt uns halt nichts anderes übrig als diese beiden hier mit der Eisenschmelze gleich mit dran. Na gut. So, Technologie. Wir haben wieder drei Novizen. Die bringen wir hier hin. Sodass unsere Schafproduktion schneller läuft. Und dann können wir, glaube ich, so langsam schon wieder anfangen mit einer Armee. Wenn ich das so richtig sehe. Ist schon wieder nur Gold drin. Ich hoffe, jetzt bringen sie mal so langsam hier was rüber. Also, so langsam sollte das definitiv mal funktionieren. Das ist ja schon wieder ein Wahnsinn, wie lange wir hier an dieser einen Mission hängen. Oder wie lange ich hier schon wieder an dieser Mission hänge. Jetzt sehe ich gerade, wir könnten hier jetzt dann noch eine Werkzeugmacherei ranmachen. Das ist allerdings die Frage, ob die hier wirklich so viel abwirft. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil die müssen das hier auch erstmal alles rausholen und so. Da bin ich mir wirklich nicht so sicher, ob das klappt. Die Kohlemine hat noch 20. Also Kohle sollten wir jetzt gerade echt enorm bekommen. Jo, 27, 28. Das geht relativ flott. Gold bekommen wir auch immer noch sehr viel, das ist sehr gut. Die hat 18, die hat immer noch 40. Also das passt sehr gut hier, immer mit drei Geologen und drei ganz normalen Bergarbeitern sozusagen. Hier wird gerade der Turm repariert, das ist auch sehr schön. Nicht verfügbar ist natürlich der Ausbau wieder. Ich finde es echt schade, dass so viel immer nicht verfügbar ist. Aber nun gut, so ist die Storyline. So ist es nun mal. Obwohl wir so ein paar Sachen echt gut hätten gebrauchen können. Gerade das, was hier jetzt merklich, was man sehr gut brauchen kann. Oder ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das am besten macht mit den Lagerhäusern. Aber so, dass man doch dann Lagerhäuser hat, die maximale Kapazität fassen können. Gerade hier hinten ist das ja ganz schlimm. Aber hier sehe ich gerade, wird auch schon Gold wieder rübergebracht. Dann haben sie sich jetzt wohl so langsam eingependelt. Das Einzige, was jetzt noch wirklich schade ist, ist, dass hier das Eisen wirklich schlecht gemacht ist. Ich weiß jetzt auch nicht, warum da hinten einer mit Eisen rumrennt. Warum rennt hier einer mit zwei Eisen rum? Jetzt sagt nicht, die bringen das hinten ins Lager. Moment. Nee, die bringen das hierher. Aber warum kommt er hier auf einmal mit zwei Eisen? 24. Ach so, wir hatten noch Eisen. Wir hatten nur eine Eisenschmelze gebraucht. Oh, ich bin so ein Depp. Ich sollte hier echt mal in der Wirtschaft besser reingucken. Da haben wir wahrscheinlich immer schon Sachen, wo die wir die ganze Zeit brauchen, wo wir ein Gebäude nur noch gebraucht hätten. Das ist ja echt doof. Naja, was soll's. Dann läuft es halt so. Läuft es ein bisschen schleppender, aber es läuft ja so langsam. Gut, was wollte ich denn jetzt machen? Der Turm ist hier oben repariert. Ich wollte nochmal gucken. Gut, die Kohlemine läuft jetzt allerdings erst nur noch auf 15. Ja, auf 16. Ich glaube, wir legen hier nochmal einen Geologen rein, anstatt einen Bergarbeiter. Nicht, dass das wirklich leer geht. Ich weiß nämlich nicht, was dann passiert. Nee. 4. So, hier können wir auch nochmal traden.
Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir fangen jetzt so langsam an mit einer Armee. Einer Armee aus Musketieren natürlich wieder. Ich liebe diese Musketiere. Zwar haben wir jetzt diesmal keine Chance in der Technologie, die Ballistik zu erforschen. Jedenfalls sah es so aus. Aber trotzdem müssen wir irgendwie zusehen, dass die durch einen Turm durchkommen. Ich glaube nämlich, die müssen durch einen Turm. Nö. Nö, müssen sie gar nicht, oder? Doch, müssen sie. Die müssen durch den Turm durchkommen. Dementsprechend brauchen wir eine riesengroße Armee. Meiner Meinung nach. So, bauen wir erstmal für den Anfang 7. Für das Gold, was wir haben. Aber jetzt sollten wir ja fleißig Gold produzieren. So wie es auch sein soll. Haben wir die Technologie schon? Ja, die haben wir schon. Die Weberei ist allerdings sehr... Ja, wir kriegen nun mal sehr wenig Wolle, ne? Weil wir natürlich in Anführungszeichen nur 3 Schafzuchten haben. Wobei wir hier natürlich auch vielleicht auf Doppeltes gehen könnten. Da habe ich dann aber Schiss, dass wir zu wenig einfache Verpflegung haben. Oder zu wenig produzieren, eher gesagt. Obwohl, wir können es ja erstmal ein bisschen... Ach, wir brauchen es gar nicht so unbedingt. Wir lassen es normal laufen. Wir lassen es normal laufen. Geringe Effizienz. Die Arbeitsgebäude arbeiten viel zu langsam. Prüft euer Verkehrsnetz. Wieso? Was hat er denn? Produktivität 0. Warte auf Güter. Ja, wegen dem Wasser. Weil die Jungs die ganze Zeit nicht hinterherkommen mit dem Wasser wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, so viel Bier brauchen wir sowieso nicht. Hau ab! Habe ich doch gar kein Problem mit. Ja, der kriegt einfach zu wenig, weil der hier... Eine Weberei reicht auch, glaube ich. Weil wie gesagt, so viel Wolle kriegen wir gar nicht. Das sieht schon ganz gut aus so. Da reicht wohl eine Weberei. So, der Werkzeugmacher. Ich glaube, er ist am Arbeiten. Ja, tatsächlich, er ist am Arbeiten. Die ersten Stahlgüter sind da. Und wir brauchen wieder Wohngebäude. Merke ich gerade. Also bauen wir ein paar. Klar baue ich die jetzt gerade ein bisschen willkürlich, das gebe ich auch zu. Allerdings auch mit voller Absicht. Wir brauchen nämlich einfach nur ein erhöhtes Bevölkerungslimit, damit wir eine ordentliche Armee bauen können. Zack. So. Sollen sie die Häuser erstmal fertig bauen? Sodass wir dann ein höheres Bevölkerungslimit bekommen. Ja, alles gut. Und somit dann auch ein höheres Bevölkerungslimit und eine höhere Armee damit. Natürlich so. So, dann schauen wir mal, wie es hier hinten aussieht mit der... Achso, die sind noch gar nicht wieder im Gange. Leute, ihr könnt aber gut traden, ne? Was ist hier los? Da läuft der Erste. Lauft mal, lauft mal, lauft mal. Achso. Die müssen das natürlich erstmal zu den Händler bringen, natürlich. Ach, die Armlageristen. Die haben schon echt ein schweres Los gezogen. Und es wäre tatsächlich mal erfrischend, erquickend, wenn die... Wo ist denn jetzt das Bauhaus? Ach hier, da ist die Bauhütte. Wenn die lieben Bauleute endlich mal die Wohnhäuser fertig bauen. Das wäre sehr nett.
Ah, so langsam kriegen wir mehr Bevölkerungslimit. Wir können nochmal in die Taverne gehen. Das hier können wir, glaube ich, auch so langsam aufgeben. Wir machen es mal ohne. Um einfach mal zu gucken, ob das schon funktioniert. So. Und wir bauen uns jetzt erstmal eine große Armee. Und schauen, dass wir dann den Drakorian angreifen können. Ich hoffe, wir müssen nur hier vorne erstmal angreifen und nicht gleich hier hinten. Weil hier hinten habe ich echt Abteilung 2. Weil hier hinten habe ich echt ein bisschen Schiss, gerade wegen den Mauern und so weiter. Türme, Mauern, alles drum und dran. Besonders hier hat er auch nochmal so ein bisschen was. Warum hat er hier Bauernhöfe? Ah, Schweinezucht, okay. Ach, hier auf so einem kargen Land wächst auch was? Naja, zum Glückwunsch, nicht schlecht. Ne, wir haben hier wenigstens Grün. Hm, okay. Oh, kriegen wir gerade Gold. Alter, kriegen wir gerade Gold. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Einfachste Mathematik, aber auch schon 4 Uhr morgens ungefähr. Und da sowas noch hinzubekommen, ganz schlecht. Ganz schlecht. So eine Rechenaufgabe. So, wie sieht hier die Kohlemine aus? Ah, so sieht's doch perfekt aus. Die Eisenmine sieht auch sehr gut aus. Eisen produzieren wir gut. Sehr schön. Auch wenn nicht sehr viel. Aber ich denke genügend. Jetzt finde ich es gerade nicht. 8. 8 ist so. Ah, und 15 Werkzeuge, das sieht doch. Ach, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. So, wir bekommen wieder die nächsten Musketiere. Alus! Schneller! Das muss schneller gehen. Oh, die Goldmine sieht relativ leer aus. Wir machen hier nochmal einen zu den Geologen. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht herauszögern oder riskieren, dass sie leer geht. Okay, wir hätten hier noch die zweite, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn sie wirklich komplett leer ist. Deswegen packen wir da noch einen Geologen mit rein. Oder einen Geologen mehr mit rein. Dass wir da keine Panik haben müssen. Oder damit ich da keine Panik haben muss. Weil ich nicht weiß, was passiert, wenn sie komplett leer ist. Ob da die Geologen das trotzdem wieder hinbekommen, bin ich mir nicht so ganz sicher. 9 haben wir erst. Wir brauchen noch viel mehr. Leute, was ist denn los? Warum bringt ihr das denn nicht hierher? Es ist doch nur, ja, Fleisch und Gold. Davon haben wir ja wohl genug. Los, hoppla hopp. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ah, ich glaube, die... Warum arbeiten die nur auf 26%? Warte auf Güter? Was für Güter wartest du denn bitte? Also, hallo? Wir haben doch wohl genug... Seltsam, ist alles ganz seltsam. Ich glaube, die Jungs von der Münzprägerei bringen die Münzen hier erstmal hin. Und die Jungs von den Lagerhäusern müssen die erstmal hierher bringen. Die wiederum bringen die hierher. Es ist ja echt ätzend. Besonders, wir haben 38 Münzen. Hier haben wir 2. Wo ist der Rest? Hier haben wir 5. Wo zum Kuckuck ist der Rest? Was ist denn das alles? Wo soll denn das alles sein? Wo bringen die das denn hin? Hier sind 7. Aber das sind doch noch lange keine 38. Ich verstehe das mit den Lagerhäusern nicht. Irgendwie ergibt das in manchen
in manchen mehreren Situationen keinen Sinn. Hm. So, das 21%. Wartet auf Güter. Warum wartest du auf Güter? Wir haben Gold, wir haben doch alles. Hier, 105 Gold, 19 Kohle, das ist... Das verstehe ich nicht. Aber jetzt kriegen wir wenigstens gerade einiges an Musketiere. Wenigstens das. Und das darf man ja wohl so langsam erwarten. Und dann rüsten wir uns jetzt so langsam endlich für den Angriff. Für den Angriff auf Drakorian. 14 ist natürlich noch viel zu wenig. Also ich möchte, glaube ich, so eine Stärke von 25 bis 30 Musketieren haben. Sonst habe ich nämlich schon so ein bisschen Schiss, dass das nicht reichen wird.